willkommen zu einer neuen Sendung Bildungswerk Live. Heute ausnahmsweise mal wieder aus Hamburg. Herzlich willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Fragen, Anregungen wie immer gerne in den Chat. Ich bin Marco Fusaro, Geschäftsführer des Bildungswerks des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Frisch zurück in Hamburg, war die letzten 36 Stunden in Kiel zur Eröffnung der Kieler Woche. War ein ganz anderer Veranstaltungstyp, hat natürlich einen Jahrmarktcharakter, hat aber auch einen Wettkampfcharakter, hat einen Weiterbildungscharakter. Von daher super interessant für jemanden, der sich natürlich im Bereich der sportlichen Weiterbildung bewegt. Mal sehen, was sich vielleicht in Zukunft auch beim Bildungswerk dann entdecken lässt, was da aufgenommen worden ist. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema der heutigen Sendung. Und zwar geht es um das Qualifizierungsprogramm Momentum. Und wir wurden schon häufig gefragt, wie wird das eigentlich produziert? Also wie entsteht so ein Qualifizierungsprogramm? Und dazu kann man vielleicht vorab schon mal sagen, dass wir als Weiterbildungseinrichtung das erstmal etwas leichter haben, aber gleichzeitig auch etwas schwerer. Ist ja nicht so, dass es nicht vielleicht doch immer am Ende die Waage hält. Wir haben es erstmal einfach, denn wir sind nicht für die Ausbildung zum Beispiel von Übungsleiterinnen zuständig oder Übungsleitern. Ja, das übernehmen eigentlich bundesweit jeweils die Landessportbünde bzw. die Sportbünde und die Fachverbände. Ja, also in Rheinland-Pfalz übernehmen das die regionalen Sportbünde, den Übungsleiter Breiten- und Freizeitsport. Ja, und die Fachübungsleiter, die werden eben von den entsprechenden Fachverbänden ausgebildet. Wir als Erwachsenenbildungsorganisation haben dafür ein relativ breites Spektrum, ja, also von A wie bis Z wie. Und es muss noch nicht mal aus dem Sportbereich sein, sondern es muss im Prinzip ein Stück weit passen. Und wie sowas funktioniert, das berichte ich euch heute. Und für alle, die vielleicht schon ein Thema in sich tragen, für das sie brennen und worüber sie vielleicht auch sich mit anderen Menschen austauschen wollen oder das andere Menschen näher bringen möchten, jetzt genau aufpassen und dann ja, anschließend bewerben. Ich wechsle mal kurz die Ansicht. Wie immer habe ich eine klitzekleinigkeit vorbereitet, damit man nicht nur den Worten, sondern auch fürs Auge etwas hat. Und es sind ein paar Folien mit ein paar Fragen, aber natürlich auch mit einer ganzen Menge Informationen. Ja? Also erste Geschichte ist natürlich, wie wird das Qualifizierungsprogramm Momentum kuratiert? Das ist eigentlich so die Kernfrage. Fällt das uns allen selbst ein oder wie funktioniert denn das, dass am Ende so ein Programm mit ja jedes Jahr sagen wir mal, circa 100 Veranstaltungen plus minus stattfindet? Kuratiert und dazu, das bedeutet eigentlich auswählen, welches Thema, welche Veranstaltungsform, welche Inhalte in so ein Programm hineinkommen. Das nennt man Kuratieren. Das wird von unseren hauptberuflichen pädagogischen Fachkräften gemacht. So nennen sich zum Beispiel die Menschen, die in unseren Beratungszentren arbeiten, in Trier zum Beispiel der Nils Kritzler, aber auch die Claudia Klären. In Freiskaden ist es der Frank Hartmann, in Ida Oberstein, die Sigrid Quint, in Schifferstadt die Martina Unterleiter, im Montabaur oben im Norden ist es der Markus Böhm, in Mainz sozusagen in unserer Landes-, in Anführungszeichen, Zentrale haben wir direkt mit der Petra Schaplikowski, Annika Stein, Jutta Schüler und jetzt auch so ein bisschen mit dazwischen hängen, zwischen Ida Oberstein und Mainz, dem Frank Decker in Kreuznach. Fachexperten in den verschiedensten Bereichen, aber natürlich auch immer Weiterbildungsexperten. Und die beschäftigen sich als Team, aber auch mal einzeln das ganze Jahr über mit den aktuellen Trends und auch der Entwicklung bewährter Trends, ja, und bewährter Themen. Und natürlich nehmen wir auch das ganze Jahr über Anregungen aus dem Kreis der Teilnehmenden auf. Also hier zum Beispiel auch aus dem Chat werden in
Anregungen aufgenommen und dann daraufhin Sendungen konzipiert. Oder man ruft uns an oder man begegnet sich bei einer Veranstaltung. Und dann heißt es, könnt ihr nicht mal eine Veranstaltung zu dem Thema machen? Könnt ihr nicht eine Veranstaltung zu einem anderen Thema machen? Ja, und auch unser Team aus Referentinnen und Referenten, die ja nicht bei uns angestellt sind, sind ja eigentlich alles freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen ebenfalls mit Themenvorschlägen, wenn sie was Neues entdeckt haben oder sie bringen sich nochmal mit ihrem aktuellen Thema, was sie haben, ein. Und dann eine mit unserer wichtigsten Themenzulieferer sind die Kursorganisatorinnen und Kursorganisatoren in unseren Partnervereinen. Ihr wisst ja, wir machen mit rund 500 Sportvereinen in Rheinland-Pfalz Weiterbildungsprogramme für die Bürgerinnen und Bürger. Und die Kursorganisatorinnen und Kursorganisatoren, die wissen schon ganz genau zum Beispiel, was ihre Teilnehmenden gerne haben möchten in ihren Sportvereinen. Und die wissen auch, was vielleicht bei ihren Kursleiterinnen und Kursleitern noch fehlt. Und damit kommen sie dann zu uns, bieten manchmal auch an, diese Veranstaltung direkt vor Ort bei ihnen durchzuführen. Und dann öffnen wir das entsprechend. Ja? Also so kommen wir erstmal zu Themen. Aber heute ist ja auch diese Geschichte, ja, wie kann man noch einsteigen, wenn man sozusagen kein Teilnehmer ist, noch kein bestehender Referent ist, irgendwie kein Mitarbeiter des Bildungswerks ist. Und ja, es gibt die Möglichkeit, sich mit dem Thema, wofür man brennt, sich beim Bildungswerk zu bewerben, ja, als Referentin oder Referent tätig zu sein. Und ja, unser Team entscheidet dann sozusagen auf mehreren Ebenen, ob das passt. Also zum einen wird geprüft, ob das Thema zum Spektrum des Bildungswerks passt, aber es wird natürlich auch nach Terminen und Orten geschaut, der Durchführung. Das Team entscheidet auch, ob ein Thema vielleicht an mehreren Terminen und Orten behandelt wird. Ja? Also es muss nicht immer nur eine Tagesveranstaltung sein. Und weil unser Team, man merkt ja schon, sehr stark von externen Personen oder sehr vielen externen Personen beeinflusst wird, ist unser Kuratierungsprozess, ich sag mal so, eine modifizierte Form des Crowdsourcings. Ja, das ist natürlich wieder so ein schönes eingebürgertes Wort. Outsourcen, ist etwas nach draußen geben und Crowd sozusagen an die Menge, also an die Masse. Und tatsächlich ist es so, dass einige Aufgaben und Arbeitsprozesse eben hier von der Masse, zum Beispiel Internetnutzer, aber unserer Teilnehmer oder unserer Referenten, durchgeführt wird. Also wir denken uns das nicht alles selber aus in unserem stillen Kämmerlein und kommen dann am Ende des Jahres mit einem neuen Programm für das kommende Jahr heraus, sondern das ist ein sehr interaktiver Prozess, der das ganze Jahr über dauert und dann irgendwann sozusagen einen Punkt findet vor der entsprechenden Veröffentlichung. Ja, und das Tolle ist an diesem Prozess, dass wir mal sehr, sehr gut, ein sehr gutes Gefühl dafür haben, welche Themen gerade trenden, welche Themen gerade gefragt sind. Und deswegen gilt das Programm, das Momentum, das ist das Qualifizierungsprogramm vom Bildungswerk des Landessportbundes, ohne sich zu sehr selber zu loben, schon auch immer als Trendsetter im Bereich des organisierten Sports. Und Dinge, die ihr bei uns findet, findet ihr dann zumeist 2, 3 Jahre später auch in den Sportbünden oder auch in den ein oder anderen Fachverband. Ja, also die Early Adopter, also die, die irgendwie mal ganz schnell dabei sein wollen, die sollten immer einen Blick auf das Momentum des Bildungswerks haben. Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, dann ja, es gibt natürlich vorab ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Und zwar wird sich das Ganze natürlich im Rahmen unseres Leitbildes bewegen. Das kann man bei uns zum Beispiel im Vorfeld auf der Internetseite schon mal einsehen. Das ist auch, wenn es zu einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Referentin, Referent und uns kommt, Inhalt des Dienstvertrages, der geschlossen wird. Ja, also dass man das Leitbild des Bildungswerks zur Kenntnis genommen hat und es natürlich auch einhält. Da werden also viele Dinge geklärt, so die auch das Miteinander angeht und die Art und Weise zu arbeiten. Ich habe dazu schon mal eine Sendung bei Bildungswerk Live gemacht. Einfach mal im Channel nach Leitbild schauen und dann werdet ihr die Sendung dazu finden.
Das Gleiche gehört so zum Thema Datenschutzbestimmungen, Bestimmungen beachten. Hey, ich spreche heute, als ob ich etwas getrunken habe, aber dabei habe ich nur einen Kaffee und ihr vielleicht jetzt um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr, auch während ihr die Sendung verfolgt. Ja, Datenschutzbestimmungen müssen beachtet werden. Denn wenn man als Referent mit Teilnehmenden zusammenkommt, dann kommt man auch an Informationen, die natürlich im engeren Kreis bleiben müssen, ja, im engsten Kreis bleiben müssen, die nicht mit aus der Veranstaltung herausgenommen werden und, und. Ja, also das ist zu beachten. Und dann ein relativ langer Absatz, aber da geht es im Wesentlichen darum, dass man sich verpflichtet, nicht Scientology zu unterstützen oder den Methoden von Scientology zu folgen. Das ist manchmal nicht unter dem Deckmantel Scientology, sondern dann liest man irgendwo etwas von Ron Hubbard, ja, und dann ist das damit gemeint. Ja. Und auch wichtig, auch mal wieder wichtig für neue Referentinnen, neue Referenten, die gerne auf ihre Unterlagen, die sie zur Verfügung stellen, ein Copyright draufsetzen. Ja, das macht man meistens aus Unwissenheit, wenn man denkt, man muss das drauf machen. Allerdings ist dieses Copyright ein echtes Problem, wenn man es mit Lehrenden zu tun hat. Ja? Und die Teilnehmenden im Momentum sind in der Regel immer Kursleiterin, Kursleiter, Übungsleiter, die mit den Materialien ja gerne weiterarbeiten möchten. Aus dem Grund verpflichten wir unsere Referentinnen und Referenten auf die Creative Commons CC BY Lizenz. Das bedeutet, dass man die Unterlagen so lizenziert, dass jemand, der diese Unterlagen bekommt, sie weiterverwenden darf, sie auch verändern darf, sie weiterentwickeln darf, aber, und deswegen CC BY, immer den Namen des ursprünglichen Creators nennen muss. Ja? Und das ist eigentlich eine ideale Geschichte, weil darüber transportiert sich dann ja auch der Name der Referentin und des Referenten nach draußen und es bleibt nicht so ein Closed Circle. Also ganz wichtig, aber auch natürlich ein Vorteil, wenn ihr bei Veranstaltungen vom Bildungswerk teilnehmt, dass die Unterlagen eben keinem Copyright, also keinem strengen Copyright unterliegen, sondern so einer CC BY-Lizenz. Das bedeutet, ihr könnt die Sachen dann inklusive der Abbildungen und auch zum Beispiel in euren Kursstunden verwenden und auch den Teilnehmenden weitergeben. Ja, ganz häufig ist das ja ausgeschlossen. Ja, dann, welche Themen sind gesucht? Bildungswerk des Landessportbundes. Das klingt schon erstmal im Wesentlichen nach Bewegung. Ja, und das stimmt auch. Bewegungsprogramme sind immer gesucht, aber nicht nur, sondern auch zum Teil, also Ernährungsprogramme sind immer interessant bis zum Kochkurs oder wie man Ernährungstipps auch an seine Teilnehmenden vermitteln kann. Ja, weil häufig haben wir ja als Kursleiterin es vielleicht auch mit Menschen zu tun, die gar nicht selbst kochen. Ja, wie schafft man es denn dann, vielleicht den einen oder anderen Ernährungstipp Richtung Familie zu kommunizieren? Ja, also Ernährung ist ein Thema. Stressbewältigung, Resilienz, Persönlichkeitsentwicklung steht weiter unten, aber es ist bestimmt auch so mal so zusammengefasst in den letzten Jahren und auch dieses Jahr immer noch äußerst wichtig und in den Mittelpunkt gerückt. Da waren wir auch mit die Ersten, die das in unserem Programm hatten. Natürlich wisst ihr, dass wir unsere Stärken, also wo auch die Teilnehmenden darauf achten, im Bereich EDV neue Medien haben. Vielleicht auch deswegen, weil wir seit 20 Jahren ein eigenes Rechenzentrum und einen EDV-Schulungsraum in Trier führen, aber auch so mobil sind, dass wir das an jedem beliebigen Ort in Rheinland-Pfalz zum Thema EDV und neue Medien an den Start gehen können. Für eine Weiterbildungsorganisation auch immer wieder wichtig, Themen rund um Gesellschaft, aber auch um Umwelt. Nicht nur wegen der Energiepreise, die aktuell steigen, sondern ganz einfach auch, weil uns unsere Umwelt ja wichtig ist und wir als ja, Menschen, die
wenn sie Sport treiben, ja, ein besonderes Verhältnis auch zu ihrem Körper entwickeln, dann dürfen sie das natürlich auch ein bisschen weiter fassen und ihre Umwelt damit einbeziehen. Und dann geht es im Wesentlichen darum, wie man auch wieder im Sportverein solche Themen transportieren kann oder auch, wie man seinen eigenen Verein dann da nochmal in der Gemeinde positioniert. Und dann ganz klar, Kommunikation, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung habe ich schon genannt und politische Themen. Wobei politische Themen nicht unbedingt direkt was mit Parteien zu tun hat. Ja, aber es gibt eben politische Themen. Vor den Wahlen kann man aufklären. Wir haben schon einige Sendungen dazu auch bei Bildungsvergleich gehabt. Ja, und gesellschaftspolitische Themen, Fake News, Hate Speech, ja, auch was im Umgang mit erwachsenen Jugendlichen bei euch angeht. Also immer dann, wenn es um die Erwachsenenbildung geht. Ja, sind wir immer interessiert. Wer dafür Thema brennt und das gerne über uns transportieren möchte, ja, der darf ganz am Ende wird die E-Mail-Adresse eingeblendet, an der man dann, an die man seine Bewerbung schicken kann, gezeigt. Welche Formate gibt es? Wir haben natürlich erstmal die Unterteilung Online-Formate und Präsenzformate. Als Online-Format kennt ihr hier das Format Bildungswerk Live. An jedem Werktag in der Regel in Slot zwischen 30 und 60 Minuten, ja, wo ihr ein Thema transportieren könnt. Wir haben das hier ein offener Bereich, mehr so dieser Typ Webinar. Dann gibt es diese geschlossenen Online-Bereiche, unsere interaktiven Online-Seminare. Da müssen die Teilnehmer sich auch entsprechend vorher anmelden, um daran teilnehmen zu können. Also diese beiden Online-Formate haben wir. Dann haben wir Präsenzformate. Da kann das von einem Vortrag, je nach Relevanz als Einzelveranstaltung, aber auch im Rahmen unserer Aktionstage stattfinden. Am kommenden Samstag haben wir noch einen Aktionstag in Idar-Oberstein. Ich glaube, wir haben noch vielleicht eine Handvoll Plätze frei. Wer Interesse hat, kann sich noch kurzfristig anmelden. Wenn es etwas mehr wird, dann kann das ein Seminar oder Workshop werden. Das ist in der Regel dann nicht mehr so auf 30, 60 Minuten auch reduziert, sondern kann dann auch schon, sagen wir mal, zwischen 60, 90 und ja, 8 Stunden gehen, je nach Themengebiet, das bearbeitet wird, bis hin zu mehrtägigen Fortbildungen. Auch das ist möglich. Man kann mit seiner Bewerbung auch mit dem ganzen Team kommen, ja, und kann sagen, hey, wir haben hier ein Konzept, das besteht aus den, den und den Teilen und ich habe hier, ne, ein Team von 3 Leuten und wir setzen das entsprechend um. Ja, also auch das findet bei uns einen Platz. Und dann gibt es natürlich diverse Mischungen, also sogenannte Hybridveranstaltungen oder auch Blended Learnings, ja, wo ein Teil in Präsenz stattfindet, ein Teil online oder sogar zeitgleich in Präsenz und online. Und Offstage, damit meinen wir auch so Dinge, die parallel stattfinden. Wenn jemand sagt, hey, ich will auf eurer nächsten Mitgliederversammlung eine kleine Bewegungspause machen, ja, oder wir haben einen Aktionstag und das reicht eigentlich nicht für eine eigene Session auf diesem Aktionstag, aber ich bin den ganzen Tag über da und mache sozusagen aus dem Stegreif etwas mit den Teilnehmenden, in welchen Pausen dazwischen. Ja, solche Offstage-Geschichten kennt man manchmal eher so aus der Zauberei, aber es gibt es auch im Bildungskontext. Und natürlich multimediale Beiträge, die gar nicht an den Ort und eine Zeit gebunden sind. Das kann ein Print sein für unser Magazin, das kann aber auch ein Video vorproduziert sein für unsere Praxisimpulse. Ja, und und. Also ganz breites Spektrum. Eigentlich wird gar nichts ausgeschlossen. Aber hier mal so eine kleine Übersicht von den Dingen, die so möglich sind. Wenn ihr euch jetzt sozusagen bewerbt, dann wird es für uns leichter, das einzusortieren, wenn ihr direkt zu Beginn eurer Bewerbung schon so ein paar Tags, so nennt man das auch im EDV-Bereich, ne, Tags, Schlagworte mit angebt, so eine Handvoll Schlagworte maximal, manchmal sind es auch nur 3, damit wir so ein bisschen einordnen können, in welchem Bereich das fällt. Weil manchmal ist der Titel, der genannt wird,
ja, mehrdeutig. Ein Beispiel, wir hatten mal ein Magazin, also so eine Handout mit Übungen für den Rücken, um Rücken zu stärken, um eine Belastung wegzunehmen, um mit Schmerzen im Rücken klarzukommen, und haben dieses Handout Rückengewichte genannt. Und ihr glaubt's nicht, hat dann mal jemand angefordert und meldete sich dann: Ja, herzlichen Dank für diese Übungen. Ich bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass es Kochrezepte sind, um irgendwie Schweinerücken, Rinderrücken, Rehrücken oder sonst was zu kochen. Ja, also der Titel kann manchmal irreführend sein, genauso ähnlich wie unlängst da diese zwei, drei Schulklassen, die sich in den Alpen verlaufen haben, weil sie im Internet eine Tour gefunden haben, wo irgendwie stand, lustige Feierabendtour, so ungefähr, ne? Und dann nicht bedacht haben, ja, ein Feierabend für einen Extremkletterer sieht vielleicht anders aus als ein Feierabend für einen 16-jährigen Flachländer, ja, der in den Bergen ist. Also aus dem Grund, die Schlagworte helfen das einzuordnen und später dann auch zuzuordnen. Empfehle ich auch jetzt schon, also alles das, was ich euch so vermittle, sind natürlich auch die Kriterien, mit denen ihr Referentin, Referenten, Kursleiterin, Kursleiter, Übungsleiter vielleicht aussuchen könnt oder Programme aussuchen könnt, wenn bei euch im Sportverein das Thema ansteht, wen nehmen wir denn jetzt neu auf oder welches Thema nehmen wir neu auf. Ja, also das, was ich sozusagen jetzt hier für unser Momentum präsentiere, das könnt ihr auch genauso bei euch im Sportverein oder im Verband umsetzen. Und das Tolle ist, auch diese Sendung ist jetzt hier nicht Copyright geschützt, sondern unter CC BY. Ja, also ihr könnt da auch Inhalte einfach rausnehmen, ganz ohne Problem. Ja, was muss meine Bewerbung beinhalten? Beginnt mit natürlich einem Titel. Ja, klar, lustige Titel sind crazy und catchy im ersten Moment. Ja, kann man alles Mögliche als Titel nehmen, aber muss sich auch bewusst sein, dass so ein Veranstaltungstitel ja mit anderen Veranstaltungstiteln in Wettbewerb tritt und nicht nur, sagen wir mal, bei uns mit den anderen Veranstaltungen, sondern natürlich auch mit den Veranstaltungen anderer Anbieter. Ja, und dann gibt es Weiterbildungsdatenbanken, da konkurriert sozusagen so ein Titel mit ganz, ganz vielen Titeln. Und wenn der Titel nicht einigermaßen direkt und erklärend ist, dann hat er fast keine Chance, Aufmerksamkeit zu erzielen. Also als maximale Länge ungefähr 180 Zeichen, kurz und knackig, ja. Und ja, kurz und knackig. Weil, natürlich unterstützen wir da auch am Ende. Kommen wir gleich noch zum Thema Unterstützung. Ja, aber erstmal für sich selber kurz und knackig. Was auch immer hilfreich ist, ist jetzt irgendwie nicht als Referent 25 verschiedene Sachen anzubieten. Da wird nämlich relativ deutlich, dass man in nichts wirklich richtig gut ist. Ja, und wir im Bildungswerk suchen dann eigentlich schon Referentinnen und Referenten, die für so ein Thema wirklich sehr brennen und nicht so beliebig sind. Ja, nur mal so als Einschub. Ganz wichtig, welche Zielgruppe habt ihr vor Augen? Die kann man ein bisschen beschreiben. Also man sagt dann, wie beschreibt sich die adressierte, wie adressiert man diese, oder? Wie kann man die eingrenzen? Ich mache hier gleich nochmal so ein Beispiel nach den Lernzielen und Lerninhalten, weil das gehört mit dazu. Ja, also was soll die Person nachher können, die wir noch zu beschreiben haben? Und was wird gemacht? Das sind die Lerninhalte. Und diese zwei Dinge, also die Zielgruppe, könnte man zum Beispiel so formulieren. Also wenn ich so ein Thema habe, Group Fitness, kennt man vielleicht so. Also das hat man vielleicht früher Funktionsgymnastik genannt. Ja, sagen wir Group Fitness. Dann könnte man zum Beispiel sagen, bei so einer Fortbildung, du begegnest hier Menschen, die bereits in der Fitness- und Gesundheitsbranche tätig sind oder im Sportverein als ne, tätig sind und die erworbene
Erkenntnisse in ihren eigenen Veranstaltungen gerne einsetzen möchten. Ja, denn wir haben es häufiger mit Multiplikatoren zu tun. Du triffst ja aber auch Interessierte, die sich gerne selbst, ne, bei einem Ganzkörper- und Cardio-Training auspowern möchten. Ja, weil es ist eben sowohl als auch da. Und man beschreibt die Zielgruppe aus der Sicht des Teilnehmers. Ja, denn ich als Mensch soll mich ja aufgrund der Bewerbung, Beschreibung dann entscheiden, ist das was für mich, diese Veranstaltung, kann ich da mich anmelden, werde ich mich da wiederfinden. Und indem man die Menschen beschreibt, kann man sich selber da drin entdecken, zum Beispiel. Da kann ich mich selber fragen, stehe ich gerade auf Ganzkörper-Cardio-Training? Ja, okay, da steht, man trifft hier auch Leute, die sich dafür interessieren. Ja, okay, dann ist das was für mich. Ja, oder ich merke, ich bin selber in diesem Bereich tätig. Dann ist das was für mich. Lernziele ist das, was die Person nachher können soll. Da hat man sozusagen verschiedene Stufen. Das geht über die erste Stufe des Wissens. Also ich weiß, was das ist, was da vermittelt wird. Über ich habe verstanden, was es ist. Über ich kann das anwenden. Ich kann das analysieren. Ich kann das sogar beurteilen. Also es gibt so verschiedene Taxonomie. Stufen nennt man das. Da muss man das so ein bisschen drin einordnen. Was soll derjenige anschließend können? Also soll er das für sich können? Soll er damit Gruppen anleiten können? Oder soll er damit vielleicht andere Experten auch weiter zu Experten machen können? Ja, so ein bisschen die Taxonomie. Und die Lerninhalte. Ja, da schreibt man eigentlich gar nicht genau rein, was da für einzelne Übungen gemacht werden. Aber wenn ich jetzt hier mal das Group Fitness nehme, ja, dann ist der Lerninhalt, ja, das choreografierte Group Fitness Konzept basierend auf strukturierten Übungsabfolgen, in denen Ausdauer, Kraft und Koordination trainiert werden und unterschiedliche Zielgruppen effektiv trainieren können. Das ist der Inhalt. Wie das umgesetzt wird, ja, und was da genau gemacht wird, das ist alles nachgelagert. Erstmal geht es nur darum, was das Thema ist, welcher Lerninhalt und welches Lernziel und welche Zielgruppe. Und dann natürlich wollen wir etwas über deine Motivation wissen, warum das Thema aus deiner Sicht wichtig ist. Ja, also eigentlich ist das wie so eine klitzekleine Bewerbung von Unternehmen. Ja, aber in der Regel seid ihr euch da ja, fangt ihr ja nicht bei Null an, sondern wenn man sich für das Momentum bewirbt, dann gehört man schon zu den etwas bedeutenderen Referenten und Referenten auf dem Markt. Und da ist euch das sicherlich alles bekannt. Klar, ein paar Hinweise zu den organisatorischen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Wenn ihr jetzt kommt und sagt, ich brauche einen, ja, ein Fußballstadion mit 80.000 Plätzen, um diese Veranstaltung durchzuführen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, das wird eng, ja, weil wir sowas in Rheinland-Pfalz gar nicht zur Verfügung haben und unsere Veranstaltungen in der Regel, wenn es nicht Reisen sind, in Rheinland-Pfalz stattfinden. Ja, nur mal so als kleiner Hinweis, was damit gemeint ist. Und wenn du dich das erste Mal bei uns bewirbst, dann ist es hilfreich, wenn du eine Biografie mitgibst, was dich beschreibt. Welche Meilensteine du schon in deinem Leben ja, absolviert hast. Und eigentlich nur beim ersten Mal und nachfolgend nur, wenn es sag mal, zu gravierenden Änderungen kommt. Also vielleicht habt ihr noch selber eine zusätzliche Ausbildung gemacht oder. Ja, eigentlich alles noch ganz im Rahmen. Immer wieder die Frage, kann ich ein Video mit meiner Bewerbung hochladen? Ja, total gerne, sage ich jedes Mal, weil Papier ist immer recht geduldig und wie so ein Mensch rüberkommt, wie die Stimme ist, wie die Bewegung ist, die Artikulation ist immer hilfreich, insbesondere natürlich, wenn es zunehmend natürlich auch Online-Formate gibt. Aber es können natürlich auch Videos sein, die vielleicht schon bei einer Stunde, die ihr gegeben habt, zu dem Thema aufgenommen worden ist. Oder. Wenn ihr den Link zum Hochladen haben wollt, meldet, gebt das bei der Mail mit der Bewerbung einfach an
Und ihr bekommt dann von uns einen Link zugeschickt und dann kann man das hochladen, auch wenn die Datei wahrscheinlich etwas größer ist. Oder ihr habt den selber schon irgendwo veröffentlicht, dass wir uns das anschauen können. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Auch immer wieder eine Frage, und manchmal ist das mir vielleicht auch erst in irgendeiner früheren Veranstaltung aufgefallen. Kann ich auch Werbung für ein Produkt machen und eine Dienstleistung promoten? Offensichtliche Werbung und Marketing, Pitches, so nennen wir das mal, haben bei uns keine Chance. Ja? Unser Publikum und unser Team mag tolle Themen, die toll aufbereitet sind, die sich schon mit den Herausforderungen des Lebens und möglichen Lebensansätzen beschäftigen. Aber wir haben kein Interesse an einer Marketingveranstaltung, auch wenn sich diese als informative Veranstaltung tarnt. Ich kann mich erinnern, dass es immer mal wieder so Veranstaltungen gab zum Thema, welche Software man für die Vereinsverwaltung einsetzen soll. Und dann waren das immer so Verkaufsveranstaltungen und der Veranstalter hat dann da hinten dran Provision bekommen oder. Das führen wir nicht durch. Also sowas gibt es nicht. Kein Provisionsgeschäft bei unserem Programm. Die sind auch komplett werbefrei. Können sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer drauf verlassen. Wenn du allerdings trotzdem uns, sagen wir, nutzen möchtest, dann kannst du dich natürlich gerne trotzdem an uns wenden. Dann reden wir über eine bestimmte Partnerschaft. Und dann ist es natürlich auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klar ersichtlich, dass das da jetzt Werbung ist. Ja, aber ihr wisst selber, dass wir da sehr, sehr sparsam mit umgehen, denn ja, unser Job ist es nicht, Werbung für Unternehmen erstmal zu machen. Aber es gibt auch natürlich Möglichkeiten, da zusammenzukommen, aber es wird nie dominant sein. Ja, das ist auch mal eine Frage, die an uns herangetreten wird. Was tun, wenn du eine Idee, aber keine ausreichenden Ressourcen hast, um sie selbst umzusetzen? Naja, dann bist du nicht Referentin oder Referent. Ja, wenn du so denkst, dann denkst du eher im Bereich einer Teilnehmerin und eines Teilnehmers, der sagt, hey, ich habe da eine super Idee, das könnte man doch mal machen. Ja. Man kann natürlich auch sagen, das müsst ihr unbedingt in eurem Programm haben. Ich schaffe das aber nicht zu machen. Aber das fehlt wirklich. Und wenn wir dann auf die Idee kommen, also unser Team, und denkt, ja, das ist bestimmt wirklich, das müsste man wirklich aufnehmen, aber du hast leider keine Zeit, aber uns wird das dann plötzlich so wichtig, ja, dann checkt unser Projektteam, im Kuratierungsteam natürlich, ob es andere Referentinnen und Referenten gibt. So könnt ihr natürlich auch jemanden empfehlen, aber letztendlich sollte man sich immer sozusagen für sein eigenes Thema einsetzen, das man eben selbst transportieren möchte. Dazu ist ja heute auch die entsprechende Sendung da, um das zu erläutern. Ja? Aber nichts ist unmöglich an dieser Stelle, aber eher wird man sagen, schaffe es selbst, dann wird es interessant für uns. Bis wann sollte man sich bewerben? In diesem Jahr bis zum 30. September 2022. Dann ist sozusagen Bewerbungsschluss. Dann wird nochmal gesichtet, wird alles auf den Tisch gelegt. Bis dahin hat man in der Regel, also wenn die Bewerbung vorher reinkam, auch schon mal den ersten Kontakt mit euch gesucht, Gespräche geführt, entweder am Telefon oder in einer Videokonferenz oder auch vor Ort in einem unserer Beratungszentren, je nachdem, wie sich das anbietet. Ja, und dann ist aber noch nicht die Entscheidung gefallen. Die Entscheidung fällt in der Regel Anfang Oktober. Nee, wollte ich jetzt sagen, Anfang Oktober, Anfang November, Ende Oktober, so in diesem Zeitrahmen. Und in Ausnahmefällen geht auch noch unterjährig etwas hinten dran, natürlich. Wie erfahre ich, ob mein Beitrag zum Momentum angenommen wurde? Also ich sagte schon, also es findet immer Kommunikation statt. Es ist nicht so, man bewirbt sich und anschließend findet man sich im Programm, sondern es wird immer mit einem gesprochen, es wird hinterfragt. Wenn irgendwas gar nicht passt, dann kriegt man wahrscheinlich relativ schnell, entweder von der Absage, aber in der Regel eine Mail,
mit der Aufforderung, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zu konkretisieren und nochmal deutlicher zu machen, warum das eben wichtig erscheint. Und wenn es dann sozusagen aufgenommen wurde, dann kommt dann immer noch die Frage, hilft mir das Bildungswerk bei der Umsetzung? Und natürlich hilft es bei der Umsetzung. Ja, also wir stellen ja zu jeder Veranstaltung eine Seminarleitung dazu. Bei Bildungswerk Live haben wir immer eine Regie im Hintergrund. Ja, bei größeren Veranstaltungen ein ganzes Team für das vor Ort. Für das Inhaltliche stehst du natürlich selbst in der Verantwortung. Besser ist natürlich, wenn man uns an diesem Prozess teilhaben lässt. Wir haben dann bestimmte Deadlines, die wir mit dir vereinbaren, mit euch vereinbaren, auf dem Weg zur Veranstaltung. Ja, bis dann und dann muss der Dienstvertrag unterschrieben sein. Bis dann und dann müssen die Teilnahmeunterlagen zur Verfügung gestellt werden, damit wir dann anschließend nochmal gegenchecken können, ob die Sache mit der Lizenzierung, passt. Weil wenn nicht, wenn da Abbildungen drin sind, die nicht genommen werden dürfen, dann müsste man das auch rechtzeitig austauschen. Ja, bis hin zur Durchführungsentscheidung. Ja, und dann nimmt es sozusagen den tatsächlichen Lauf. Ja, diese Dinge vereinbaren wir mit euch und voilà, draußen wird gerade unwettermäßig. Aber ihr wisst, ich bin nicht in der Hitze, sondern im kühlen Norden an der Wettergrenze, wo es sehr stark bindet. Ja. Aber wie gesagt, insbesondere bei der Thema Lizenzierung von Unterlagen haben wir ein ganz großes Auge drauf, weil uns das auch total wichtig ist. Euch gegenüber, den Teilnehmenden gegenüber, aber natürlich auch den Rechteinhabern gegenüber fühlen wir uns da verantwortlich. Und dann auch immer noch so eine Frage, die hier an uns herangetreten wird, ja, herangeführt wird, werden diese Bewerbungsangaben öffentlich sichtbar gemacht? Also kann man sehen an irgendeiner Stelle? Nein, kann man nicht. Die werden intern und vertraulich behandelt. Das heißt, wir machen auch keine Liste der Veranstaltungen, die es nicht geschafft haben, sondern es werden am Ende nur die Dinge veröffentlicht, die es geschafft haben und in der Form veröffentlicht, die natürlich mit euch abgestimmt ist. Ja, also da ist sozusagen kein Schritt, der da alleine gegangen wird. Kein Schritt, der alleine gegangen wird seitens der Referenten und Referenten. Kein Schritt, den wir alleine gehen. Und ja, dokumentiert wird das Ganze durch einen Dienstvertrag, in dem all die Dinge angesprochen werden, die ich auch ganz am Anfang genannt habe. Und natürlich wird da auch das Honorar vereinbart. Das ist ja auch wichtig und vielleicht zum Thema Honorar so viel. Es ist nicht fix, es ist verhandelbar. Es kann auch dynamisch sein. Wir sind da sehr offen, aber stehen natürlich in der Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber und unseren Teilnehmenden gegenüber. Und ja, das vielleicht so als Hintergrund dazu. Ja, wenn du ein Thema für dich hast, für das du brennst, von dem du meinst, dass das auch für die Community der Menschen beim Bildungswerk des Landessportbundes interessant ist, dann solltest du dich bewerben. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet, momentum@bildungswerksport.de. Dann geht das an unsere HPFs, also unsere hauptberuflichen pädagogischen Fachkräfte. Je nach Themenschwerpunkt, ja, denkt dran, Thema schon ein bisschen benennen, beziehungsweise Text vorgeben, geht das auch schon an die spezifischen Experten zu dem Thema. Man wird das erstmal einjustieren, man wird dir Bescheid geben, dass das angekommen ist. Man wird die eine oder andere Nachfrage haben. Und ja, dann gibt es gute Chancen, dass das Ganze zum Erfolg wird und in der kommenden Ausgabe des Weiterbildungsprogramms des Bildungswerks, dem Momentum 2023, erscheint und sich sehr viele Menschen dafür entscheiden und die Veranstaltung dann auch stattfinden kann.
So, jetzt gucke ich gerade noch mal hinein in den Chat. Da ist es gerade ruhig. Keine Fragen zwischendurch. Wahrscheinlich auch die wichtigsten Fragen hier schon noch mal angesprochen. Das ist ja ein Thema, was immer wieder auftaucht, wo wir schon immer gesagt haben, wir müssen dann mal eine Sendung zu machen, das zusammenzufassen, dann auch noch mal auf unsere Internetseite zu stellen. Das haben wir jetzt gemacht. Ja, dann bleibt mir jetzt noch einen kurzen Ausblick auf das Programm der weiteren Woche zu geben. Morgen um 10:30 Uhr mit meiner Kollegin Claudia aus dem Bereich Trier-Saarburg. Eine Fantasiereise in den Sommer. Stressabbau und negative Gedanken von sich scheuchen steht da im Mittelpunkt. Am Mittwoch, etwas später, um 11:15 Uhr, gibt es eine Bewegungsmeditation. Also, ihr merkt schon, Dienstag, Mittwoch sind so die ruhigen Tage mit der Möglichkeit, sich den Kopf frei zu machen, Spannungen zu lösen, mal zum Durchatmen zu kommen. Um mit Sigrid Quint dann am Mittwoch. Am Donnerstag um 12 Uhr zur Essenszeit das Thema die richtige Ernährung für Ausdauersportler mit Nick Bölling. Und am Freitag mit meinem Kollegen Nils Kritzler aus Trier in eigener Sache. Da wird das Qualifizierungsprogramm des dritten Quartals vorgestellt. Ja, ist ja bald soweit, Juli, August, September. Und das wird dann am Freitag den Wochenabschluss bilden. Und wenn ihr selber einmal eine Sendung in Bildungswerk Live machen wollt, ihr habt heute gesehen, wie man sich dafür bewerben kann. Thema, Zielgruppe, weshalb brennst du dafür? Und dann könnt ihr euch demnächst auch bei Bildungswerk Live sehen. Ja, jetzt bleibt mir erst nur noch übrig, Tschüss zu sagen. Eine gute Restwoche, bleibt gesund, immer noch aufmerksam bleiben im Umgang mit Covid und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!